deswegen sollten wir extrem vorsichtig sein. Nina, sollten Sie mitbekommen, dass wir ein Video auf Ihrer Bahn drehen? Können wir uns auf was gefasst machen? Stimmt. Das wird eine Katastrophe. Und wenn's ganz blöd läuft, feuert Gary Juliana. Und nicht nur das. Und wir kriegen im German Roller Hausverbot und dürfen dort nie mehr skaten. Wir wissen doch, wie Gary ist. Ja, aber wir dürfen jetzt nicht immer daran denken. Erzähl mir lieber was über das Video. Willst du etwa mitmachen? Nein, Luna, ich skate nicht so gut wie du. Du musst doch nicht gut skaten können, um mitzumachen. Naja, du könntest vielleicht das Filmen übernehmen. Ist das dein Ernst? Klar, wenn du Lust hast. Ja, unbedingt. Ihr könnt mich einplanen. Gut, super. Gut, seid ihr bereit? Ja, schließ ab. Film ab. Eine neue Band wurde gegründet und Fabian Schick präsentiert sie euch exklusiv. Darauf haben wir lange gewartet. Ihr habt sie alle schon solo gesehen. Jetzt stellt sie euch mal zusammen vor. Ach nein, wartet. Ihr müsst sie euch nicht vorstellen, denn ihr bekommt jetzt eine Kostprobe. Es ist wie ein wahr gewordener Traum, oder? Mir hat die Rollerband zwar schon immer gefallen, aber mit Matteo kommt ein völlig neuer Schwung rein. Ein unglaublich schöner Sound. Matteos Stimme hat uns zum Schmelzen gebracht. Simon hat auf seiner Gitarre geglänzt und auch Nico war super drauf. Aber für mich war heute Pedro eindeutig der Beste, der König des Schlagzeugs. Aber Vorsicht, Mädels, er gehört nur mir. Sie haben nur einen einzigen Song gespielt und schon Geschichte geschrieben. Jetzt stellt sich die Frage, bleibt diese Zusammensetzung? Was meint ihr? Wollt ihr die Jungs so noch öfter sehen? Respekt. Und, wie fandet ihr's? Also ich für meinen Teil fand es super. Ich auch, es ist cool. Obercool. Hat es euch wirklich gefallen? Ja, es kommt extrem authentisch rüber. Danke, dass du uns so gut dargestellt hast, Delphi. Ich habe nur meine ehrliche Meinung gesagt. Ich fand euren Auftritt wirklich genial, Jungs. Und mit dieser Meinung bin ich nicht allein.